In Dresden hat der Bau einer neuen Chipfabrik begonnen. Zum Spatenstich reisten auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Olaf Scholz an. Das Werk werde die Versorgungssicherheit Europas im Bereich Halbleitertechnologien stärken, erklärte die EU-Kommission. It is an endorsement for Europe as a global innovation powerhouse. Dieses Projekt stärkt Europa als globales Innovationszentrum. Der weltweit größte Chiphersteller kommt auf unseren Kontinent und tut sich dafür mit drei europäischen Marktführern zusammen. Das wird positive Auswirkungen auch jenseits von Dresden und Sachsen haben. Die Chipfabrik ist ein Gemeinschaftsprojekt des taiwanesischen Branchenriesen TSMC, Infineon und Bosch aus Deutschland und NPX aus den Niederlanden. In dem neuen Werk, das mehr als 10 Milliarden Euro kosten soll, sollen vor allem Mikrochips für die Automobilindustrie hergestellt werden. Die Produktion soll Ende 2027 starten. Die Bundesregierung und die EU wollen Europa bei der Herstellung von Mikrochips unabhängiger machen. Deutschland bezuschusst den Bau deshalb mit 5 Milliarden Euro.